Guten Tag, ihr Verrückten und frohen Karfreitag, was auch immer. Ich bin aus der Kirche ausgetreten, von daher interessiert mich der Quatsch nicht. Aber es gibt ein Video und mal gucken, ob ihr das heute überhaupt seht oder ob ihr irgendwo bei Familie oder sowas seid. Feiern darf man heute ja auch nicht. Naja, ich wollte ein paar Fragen beantworten, auch in Bezug natürlich auf nächste Woche, wenn es dann losgeht. Und werde die jetzt beantworten. Bei mir geht's morgen los, am Samstag quasi. Und dann habe ich 2 Tage Zeit, die Videos quasi ein bisschen zu bearbeiten, mir ein bisschen Zeit damit zu lassen und Sachen einzubauen, das Ganze ein bisschen besser zu machen. Ist auf jeden Fall angenehmer, als das Ganze dann am gleichen Tag immer wieder fertig zu machen. So, jetzt hat Jens unter dem letzten Video ein paar Fragen gepostet. Einige davon kamen dann nochmal vor und die wollte ich dann mal beantworten jetzt und ich gucke nochmal eben durch. Alles gut, sonst, ja. Und zwar, so, wenn da noch mehr Fragen kommen oder so, dann beantworte ich die einfach morgen. Also ich beantworte jetzt die Fragen einfach. Warum ich jetzt mit dem Kokosfett so geize, sagt er. Also er hat auch Kokosfett zu sich genommen und bis zu 100 Gramm täglich und um den Stoffwechsel zu erhöhen und so weiter. Kokosfett ist ja im Prinzip auch nichts anderes als dann Fett aus einer anderen Quelle, MCT-Fett oder sowas anderes, wird eben sehr schnell durch die mittelkettigen Triglyceride eben in Energie umgewandelt und steht dem Körper deshalb auch nicht zur Einlagerung bereit oder sonst was. 100 Gramm täglich, das ist eine teure Angelegenheit einfach. Kokosöl kostet, wenn es gut ist, 20 Euro pro Kilo oder pro Liter und dementsprechend bin ich damit halt ein bisschen sparsam und esse das jetzt nicht so mit einem Löffel. Da nehme ich lieber das MCT-Fett und trinke das dann, wenn ich Energie brauche. Und ansonsten wüsste ich jetzt nicht, warum ich das dann extra nochmal so essen sollte, um den Stoffwechsel anzuregen. Ich denke mal, die Stoffwechselmehrproduktion, die dadurch resultiert, ist einfach nur die mehr Energie, die halt da ist. Und mein Stoffwechsel ist auch so nicht eingeschlafen oder sonst was. Von daher gibt es einfach keinen Grund, jetzt vermehrt Kokosfett dann zu sich zu nehmen, wo ich doch auch das Fett aus den Nüssen und so weiter nehmen kann. Und daran anschließend auch die Frage nach dem Bulletproof Coffee. Also ich selber mache es ehrlich gesagt nicht, weil ich sowieso keinen Kaffee trinke und in Tee mit Butter oder so, keine Ahnung, ob das schmeckt. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Ich nehme das MCT-Fett, wenn ich das jetzt habe, oder das Kokosfett oder Kokosöl, nehme ich das einfach so und esse das dann so. Da habe ich kein Problem mit. Das muss ich jetzt nicht unbedingt in Tee machen. Wo ich das reinmache, ist im Kakao. Da schmeckt das eigentlich ganz gut, weil das Ganze nochmal so ein bisschen, ja, ich sag mal, voller vom Geschmack wird, der ganze Kakao. Weil ich den Kakao ja dann auch nicht mit Milch mache, sondern mit Wasser. Und dann das Kokosöl oder Kokoswasser zum Beispiel ist sehr gut. Das ist eine coole Sache. Also in Kakao geizt sich dann sowieso nicht mit Kokosfett. Also es kommt immer darauf an, wo ich das benutze. Dieses Bulletproof-Zeug, das ist eben genau das, was ich gerade gesagt habe. Schnell verfügbare Energie. Ähnlich wie Traubenzucker. Ist einfach sozusagen Traubenzucker, was ich mir zuführe. Wenn ich mir morgens Traubenzucker reinpfeifen würde, hätte ich direkt, wäre ich direkt wach, Stoffwechsel angeregt, Energie hätte ich direkt und so weiter. Problem bei Traubenzucker ist natürlich, dass das wieder abfällt. Vorteil bei Kokosfett, MCT-Fett oder sonst was, Bulletproof Coffee, ist eben, dass es alles ein bisschen länger anhält und die Ketonkörper dann nach und nach produziert werden. Und dementsprechend Bulletproof Coffee kann man machen morgens, man kann aber genauso gut ein bisschen MCT-Fett reinmachen, man kann genauso gut Spiegeleier mit Kokosfett anbraten, wie auch immer man das machen möchte, wenn man morgens keine Energie hat. Aber der Vorteil von der ketogenen Ernährung ist eigentlich, dass man morgens auch so relativ gut Energie hat, aber ein bisschen extra Energie kann ja auch nicht schaden. Punkt Nummer 2, nochmal was zur Kohlenhydratgrenze. Die Kohlenhydratgrenze ist, wie ihr vielleicht schon mal in meinen Videos gesehen habt, sehr individuell, hängt davon ab, ob ihr welche Ziele ihr habt, ob ihr abnehmen wollt, ob ihr Sport macht, ob ihr irgendwelche Krankheiten bekämpfen wollt, Diabetes oder sonst was. Davon hängt das natürlich erstmal ab. Wenn ihr, sag ich mal, Diabetes Typ 2 oder sowas damit in den Griff bekommen wollt, dann ist die Kohlenhydratgrenze natürlich relativ niedrig. Da sollte man schon versuchen,
20, 30 Gramm und dann je nach Quelle natürlich, also Obst, Nüsse und so weiter, ist dann ein bisschen anders. Ich persönlich habe es so gemacht, dass ich mittlerweile herausgefunden habe, sehr viel probiert habe, experimentiert habe, wie ihr gesehen habt, dass ich in meiner Tabelle einmal, mach mal eben auf, ich hatte da mehrere Sachen. Das ist quasi so eine eigene Formel, die ich mittlerweile entwickelt habe, sag ich mal, die wirklich jetzt funktioniert. Insulinindex gab es vorher auch schon diese Formel. Ich habe das Ganze ein bisschen weiter gesponnen quasi. Insulinogene Kilokalorien heißt das Ganze dann im Endeffekt. Also man kann sagen, ähnlich wie dem Blutzuckerspiegel, was ich mir zuführe an Nahrung insgesamt, auch das Eiweiß und so weiter zählt damit rein, wie sehr ich meinen Insulinspiegel damit dann erhöhen kann. Und ja, da gibt es halt diese Berechnung mit dem Insulinindex, wie ich das dann mit einer Formel berechnen kann. Und ich habe halt herausgefunden, dass wenn ich, umso niedriger dieser Insulinindex halt ist, oder dieses Insuline Kilokalorien besser gesagt, umso besser geht das mit dem Abnehmen, umso besser fühle ich mich. Und es gibt verschiedene Sachen, die man anwenden kann. Insuline Kilokalorien, Insulinindex, Insulin Load kann man auch anwenden. Da versuche ich unter 100 zu bleiben. Dann gibt es auch noch eine Keto Ratio, die man anwenden kann. Und im Prinzip sagt das alles etwas Ähnliches aus. Dann gibt es aber auch noch ketogene Aminosäuren, die man beachten könnte. Bedeutet, wenn wir jetzt Fleisch oder so weiter zu uns nehmen, wo besonders viele glykogene Aminosäuren drin sind, dann werden die eventuell, ist eigentlich auch schon wieder widerlegt, dass es nicht unbedingt alles durch Gluconeogenese dann wieder in Glucose umgewandelt wird, aber dann diese Aminosäuren können in Glucose umgewandelt werden, die ketogenen Aminosäuren eben nicht. Und dementsprechend kann man, wenn man möchte, darauf auch noch achten, aber das geht alles einfach zu weit. Und ich persönlich achte einfach nur auf diese Insulin-Kilokalorien. Aber was ich noch dazu gemacht habe, ist plus Diät quasi. Das bedeutet, wenn ich im Defizit bin, rechne ich mein Körperfett als Energiequelle noch mit dazu. Plus die Kilokalorien aus dem Sport, die ich verbrauche. Weil ich beim Sport eben dementsprechend auch ein bisschen, oder Minussport besser gesagt, weil ich beim Sport eben auch vermehrt dann Glucose verbrauche und solche Sachen und Aminosäuren und solche Sachen. Deshalb kann ich das davon wieder so ein bisschen abziehen. Und habe dann am Ende einen Wert, wo ich halt drunter bleiben möchte. Aber vielleicht erkläre ich euch das doch mal im Detail. Kilokalorien oder Gramm Kohlenhydrate würde ich einfach darauf achten, dass ihr mindestens unter 50 bleibt. Also auf keinen Fall versuchen, irgendwie drüber zu gehen. Und je nachdem, wie viel Sport ihr macht. Wenn ihr viel Sport macht am Tag, dann versucht ihr unter 50 zu bleiben. Wenn ihr, also maximal 50, wenn ihr keinen Sport macht am Tag, solltet ihr versuchen, maximal 20 bis 30 Gramm hinzubekommen. Und wenn ihr wirklich einen totalen, faulen Tag habt oder so, wo ihr vielleicht gar nichts macht oder so, dann schon versuchen 10 bis 20 Gramm. Also das sind so die Richtwerte, die ich jetzt aus meinen persönlichen Erfahrungen euch mitteilen kann. Hängt natürlich immer davon ab, wie groß ihr seid und so weiter. Aber haltet euch daran. Wenn ihr gar nichts macht, 10 bis 20 Gramm. Wenn ihr einen ganz normalen Tag habt mit Arbeit und so weiter, keinen Sport macht, 20 bis 30 Gramm. Wenn ihr Sport macht, bis 50 Gramm, sollte alles eigentlich glatt gehen und ihr seid ohne Probleme in der Ketose. Intermittent Fasting, Quatsch ist es nicht. Also der Vorteil von der ketogenen Ernährung oder vom Intermittent Fasting ist eigentlich, dass wir den Blutzuckerspiegel halt ein bisschen in Ruhe lassen vom Intermittent Fasting. Und dass dadurch halt die Leute dann auch die Vorteile haben und dass wir nach dem Training, also beim Intermittent Fasting, dass man nach dem Training halt die Nahrung zu sich führt und dann den Blutzuckeranstieg hat, die Insulinausschüttung und so weiter. Und für, ich sag mal, normale Sportler, die sich jetzt normal ernähren, High Carb oder was auch immer, ist das Intermittent Fasting natürlich deshalb gut, weil sie dann nicht diese Blutzuckerschwankungen haben. Da wir uns aber mit 80% Fett ernähren, haben wir diese Schwankungen sowieso nicht so großartig. Und deshalb ist das Intermittent Fasting für uns im Prinzip
weniger relevant. Nicht völlig irrelevant, aber weniger relevant, was so das Wohlbefinden, sag ich mal, angeht. Und von daher würde ich sagen, je nach, wenn ihr essen wollt, wenn ihr Frühstück essen wollt oder so, esst einfach ganz normal Frühstück, da wir sowieso nicht viele Kohlenhydrate drin haben. Unser Blutzuckerspiegel schön konstant bleibt, ist das eigentlich relativ egal. Was natürlich ein Vorteil sein kann, ist, dass man so ein bisschen das Hungergefühl unter Kontrolle bekommt, dass man so ein bisschen, ja, dass man auch, wenn man in einer Diät ist zum Beispiel, dass man dann eben auch eine etwas längere Zeit nichts isst und dann halt weniger isst, weil man halt nicht so viele Kilokalorien dann innerhalb von diesen 4 bis 8 Stunden reinbekommt. Und von daher kann man das nutzen, wenn man möchte, muss man aber nicht unbedingt. Wie ich das machen würde, was ich schon öfters gesagt habe, wenn ihr morgens euren Bulletproof Coffee oder was auch immer zu euch nehmen wollt, morgens eher eine fettreiche Mahlzeit, auch Eier mit dabei oder so, ein bisschen Eiweiß mit rein und die kohlenhydratreicheren Sachen, ich sag mal auch, wenn ihr ein bisschen gefrorene Beeren esst, wenn ihr Gemüse viel isst, wenn ihr auch mal Cashewnüsse isst oder sonst was, das um das Training rumlegen, damit wir da eben auch dementsprechend den Verbrauch und wieder aufladen haben und so weiter. Und ansonsten braucht ihr euch darüber einfach keine Sorgen machen. Ich habe viele Sachen als Blutwerte gemessen bei mir selber, nach dem Essen zum Beispiel, wenn ich jetzt Rührei mit Speck gegessen habe oder sowas. Und mein Blutzuckerspiegel ist eigentlich nie über 110 oder sowas gegangen. Also der war sehr konstant und das ist das, was man mit dem Intermittent Fasting so ein bisschen auch in den Griff bekommen möchte. Ist okay, kann man machen. Wann ihr eure Nahrung dann an dem Tag verteilt, ist meiner Meinung nach relativ Latte. Also da braucht ihr euch keine großen Sorgen machen. Auf die Kalorien solltet ihr schon ein bisschen achten, sag ich mal. Ich habe euch ja schon öfters gesagt, dass es auch kein Problem ist, wenn man nicht darauf achtet, auf sein Hungergefühl achten. Am Anfang ist es vielleicht schon ein bisschen wichtig, darauf zu achten, weil man eben auch Heißhungerattacken hat, weil die Kohlenhydrate eben fehlen am Anfang und dementsprechend kann es natürlich sein, dass man sich da schon mal überfrisst, gerade auch was jetzt Nüsse angeht oder sonst was. Wenn ich dann natürlich Erdnüsse reinhaue wie sonst was, dann bringt mir das auch nichts. Übersäuerung war auch noch mal kurz ein Thema. Das habe ich euch ja schon mal gesagt, dass das mit der Übersäuerung völlig Quatsch ist. Und Übersäuerung gibt es nicht. Wenn ich 400 Meter Läufe mache, dann bin ich mehr übersäuert, als ich jemals mit meiner Ernährung überhaupt in irgendeiner Weise erreichen könnte. Und von daher hat sich das auch erledigt. Ich gucke noch mal eben kurz durch. Auch wenn ich solche Sachen mache, wie der Thomas jetzt geschrieben hat, Pilze, Kokosnuss, Raspeln und so weiter, das sind natürlich alles Sachen, die ihr auch mit einbauen könnt. Das kommt aber nach und nach. Also ich habe jetzt nicht alle Produkte euch gezeigt, sonst wäre mein Tisch hier riesengroß. Also die Auswahl ist ja auch groß. Wenn ich zum Beispiel morgens dann Rührei mache mit Speck oder sowas, könnt ihr da auch Pilze reinmachen. Ihr könnt da auch Petersilie und so ein Kram könnt ihr da reinmachen und so weiter. Ihr müsst das nicht 1:1 nachmachen, wie ich das vormache. Es geht nur darum zu verstehen, was dahinter steht und ihr könnt das natürlich euren Geschmack entsprechend anpassen. Ihr könnt euch da Pilze reinhauen, wie ihr wollt, ihr könnt euch Petersilie reinhauen, wie ihr wollt oder sonst was. Ihr könnt euch auch die Kokosraspeln dann von mir aus mit in die Eier machen. Ihr sollt einfach nur verstehen, worum es geht. Darum wird es gehen. Ich möchte euch keine 1:1 Anleitung geben, denn dafür mache ich ja auch Ernährungsberatung, sondern es geht wirklich darum, dass ihr versteht, was dahinter steckt. Also ich verstehe nicht, warum alle immer so einen Zettel wollen, wo dann drauf steht, du machst jetzt genau das, du wiegst genau das ab und so weiter. Ist das denn so schwierig, wirklich zu verstehen, was da einfach dahinter steht und das dann umzusetzen? Ja, ihr bekommt aber noch einen Zettel mit Nahrungsmitteln, die vorteilhaft sind und die nicht vorteilhaft sind, wo ihr euch dann selber was zusammenstellen könnt. Und wenn ihr den Zettel dann habt mit den Nahrungsmitteln und euch selber was zusammenstellt, dann könnt ihr machen von mir aus, was ihr wollt und
werde trotzdem damit Erfolg haben. Ja, wie ihr das dann handhabt mit dem Essen, wann ihr dann esst, das ist euch überlassen. Ihr solltet aber nicht unbedingt 2 Stunden vor dem Abendessen, vor dem Schlafen gehen, jetzt noch euch dann den Bacon reinhauen oder irgendein Fleisch oder sowas, denn das liegt im Magen, dann schlaft ihr schlechter ein. Hat jetzt nichts mit vor dem Schlafen gehen nichts essen zu tun, sondern einfach nur darum, weil das im Magen liegt. So, was haben wir hier noch? Stevia-Alternative, natürlich gibt es die getrockneten Blätter. Wir haben aber leider kein Reformhaus hier, da müsste ich erstmal eine halbe Stunde fahren. Werde ich mir aber mal besorgen, wenn ich Zeit habe, da hinzukommen. Genauso wie Süßholz oder so. Wir haben leider kein Reformhaus hier. Und ich möchte die ganze Sache natürlich auch für Leute machen, die jetzt auch irgendwo auf dem Dorf wohnen und gerade mal eine Aldi und Lidl in der Nähe haben. Also es gibt tolle Produkte, es gibt mega tolle Produkte, aber die sind dann auch erstmal dementsprechend teuer. Die kann sich auch nicht jeder leisten. Und zweitens muss man die Sachen auch erstmal beschaffen können. Und alles aus dem Internet zu bestellen ist natürlich auch nicht so eine geile Sache, weil die Nahrungsmittel aus dem Internet, die kosten wegen dem Versand und so weiter dann auch wieder so viel und so weiter. So, wie gesagt, ich denke mal, das war's. Ob wir eine Challenge draus machen, das weiß ich jetzt noch nicht. MCT-Fett-Empfehlung habe ich auch genommen. MCT-Fett, wenn ihr das habt, ist eigentlich eine gute Sache, eben wegen der Energie. Fangt damit wirklich langsam an, ihr werdet Bauchschmerzen bekommen. Wenn ihr davon jetzt 50 Milliliter auf einmal nehmt oder von mir aus auch 20, werdet ihr Bauchkrämpfe bekommen, weil es noch nicht genug Enzyme gibt, weil der Körper damit einfach noch nicht klarkommt, das zu zersetzen quasi. Und dementsprechend vorsichtig anfangen mit solchen Sachen, genauso wie mit Kokosöl. Jetzt nicht unbedingt löffelweise Kokosöl reinfuttern, dann kann es zu Problemen kommen. Generell mit dem Fett. Fangt langsam an. Und ihr könnt mir unter dieses Video auch mal reinschreiben, was ihr euch davon erhofft im Endeffekt, was ihr für ein Ziel habt, ob ihr sportliche Ziele habt, ob ihr abnehmen wollt, ob ihr es einfach mal ausprobieren wollt, ob ihr euch gut fühlt, was ihr davon erwartet, ob ihr Vorurteile habt oder sonst was. Also schreibt es einfach mal unten rein. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß damit und Video ist jetzt sehr lange. Frohe Ostern und genießt den Schokohasen. Am Morgen ist Samstag, ist noch gar kein Ostern. Alles klar. Bis denn.